Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei Starfield mit eurem Zausel natürlich. Und wir haben in der letzten Folge hier dieses schöne Raumschiff beklaut. Und unsere Aufgabe ist, spreng die Bank. Begib dich nach New Atlantis. Okay, wir sollen die Bank sprengen. Das ist natürlich äußerst interessant. Okay, wo haben wir es denn? Da hinten. So. Wir haben. Oh Scheiße, haben wir was dabei? Haben wir irgendwas geklaut? Ich hab hier was. Ich finde, du solltest es zuerst bekommen. Was hast du? Ja, eure Tadel. Natürlich. Hab das Teil extra für diesen Anlass aufgehoben. Okay. Sag Bescheid, wenn du noch mal reden möchtest. So, jetzt sind wir in New Atlantis. Jetzt müssen wir mal gucken. Ne? Ja. Läuft eigentlich tadellos, also kann ich mich nicht beschweren. Du wirst beim Betreten der Stadt gescannt. Bitte weitergehen. Schön für dich. Okay. Kein Kopfgeld. Dann schönen Aufenthalt. So, wir sollen jetzt die Bank sprengen. Na gut, dann machen wir das halt. Geschäftsdistrikt. Bin jetzt mal gespannt, ey. Okay, einfach mal Geld gekriegt, auch nicht schlecht. Wie sind da die Werte? 50 FPS, 49. Jetzt hatten wir mal kurz 38, okay. Ich bin underdressed. Die Gelbank. Wow. Speichern. Hallo, willkommen im Archiv der Gelbank. Dürfte ich bitte Ihren Pass sehen? Sehr gut. Einen Moment bitte. Oh, ja, Mr. Dombrowski. Willkommen, Sir. Ich trage nur eben Ihren Besuch ein und dann öffne ich das Archiv für Sie. Ich, nein, niemals, keinesfalls, Verzeihung. Hey, hören Sie, könnten Sie bitte meiner Chefin nichts davon sagen? Sie würde mich schlecht bewerten und dann lande ich am Ende bei der Putzkolonne. Meins? Aber nein, es ist nur mein erster Tag hier. Könnten Sie ein Auge zudrücken? Ich brauche den Job, ich habe eine Familie zu versorgen. Wer hat es nicht? Alles bestens. Ich trage nur eben Ihren Besuch ein und dann öffne ich das Archiv für Sie. Klasse, ich wünsche einen wunderbaren Tag. Okay. Wäre den Hinterhalt ab. Ah, okay. Du schaffst das, Captain! Aber Nerven! Vorsicht! Mann, sind diese... Ich
habe was gehört. Oh. Oder war das eine Halluzination? Ja, ja, das tut weh. Sind verraten worden. Ziel neutralisieren. Nee, doch. Ach Mist, ich habe meine Maustasten nicht eingeschaltet. Ich hätte noch schießen sollen, den Affen. Ohne Schmarrn. Hätten einfach schießen sollen. Er hat uns verraten, der Trottel. So, wo geht's jetzt da hoch? Da hinten. Begib dich zum Schlüssel, okay. Ja, aber kriegen wir jetzt nicht Probleme? Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt gleich richtig Dampf am Arsch haben. Was? Alles gesperrt und... Ja? Zum Raumhafen. Raumhafen. Der Raumhafen. Schiff ist bestimmt jetzt irgendwie beschlagnahmt oder so, obwohl eigentlich, wenn der nichts durchgegeben hat, wissen wir von nichts. Hat ja richtig gut funktioniert. Was steht jetzt im Auftrag? Ich habe mir alle verfügbaren Informationen zur Geldbank Legacy beschafft. Ich sollte jetzt zum Schlüssel zurückkehren. Okay. Cooler Raumanzug. Danke. Unser Raumschiff. Wir haben noch ein paar andere Raumschiffe. Könnte man ja mal verkaufen. Da-dum, 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 da-dum. Ab eben. Wir heben ab.
So, warte mal. Nö. Nö. Ja, hier. Der müsste doch, glaube ich, hier irgendwo im Orbit sein, oder nicht? Der Drehwurm, ein Drehwurm. So, ups. Oh, drücken. Wir müssen andocken. Wenn wir schon mal gleich hier sind, machen wir das gleich. Oh, noch ein Thumbnail gemacht, ey. Boah, cool. Da ist unser Raumschiff. Boah, das ist ja geil, Alter. Airlock. Oh. Oh, zwei Minipacks. Nehmen wir doch mal mit. Irgendwas Spannendes, was zum Spielen. Und Schokolade. Dum, da, dum, da, dum, da, dum, dum. Oh, kaputt. Schnauf, 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 schnauf. Oh, warte mal. Mitnehmen. Braucht ihr doch eh nicht. Ah nee, Wladimir war das. Neuling an Deck. Frisches Blut für die Constellation ist immer gut. Freut mich, Wladimir. Zu gerne hätte ich unten in der Loge die vereinten Artefakte gesehen. Leider hatte ich gerade durch das Auge gespäht. Hätte mich wohl nur über die Störung aufgeregt. Bei der nächsten großen Enthüllung bin ich dann dabei. Das war ja nicht die letzte. Das Auge eignet sich für Deep Space Scans. Nach dem Fund unseres zweiten Artefakts fanden Baird und Sarah heraus, wo weitere sein könnten. Ohne einen Graph-Antrieb brauchen die Daten im Lichtermeer allerdings Jahre oder gar Jahrzehnte von den Randgebieten bis hierher. Das Lichtermeer? Der Scan kann noch so gut sein. Das Licht ist nur so schnell, wie es ist. Und all das Rauschen der interstellaren Materie da draußen erschwert die Eingrenzung. Wir können dir nur geben, was wir haben. Allerdings gehen da draußen noch mehr von der Constellation den Scans nach. Matteo ist gerade erst los, aber Andrea ist schon länger weg. Ich spiele nicht gern den ängstlichen Alten, aber ich bin alt und sorge mich. Ich habe zwei Orte auf deiner Sternenkarte markiert. Sie sollte an einem davon sein. Meistens kommt sie alleine zurecht. Meistens. Naja, hoffentlich drückt dich das Glück und uns fallen noch ein paar Artefakte in die Hände. Viel Glück. So. Tun sie normalerweise auch nicht.
Ich stehe bei Fortuna tief in der Kreide. Ist eine lange Geschichte, um dein Ohr damit zu spitzen. Aber besuch mich doch mal in meinem Haus, draußen im Sternenmeer. Ich wollte dort meine Lebensfinsternis verbringen, aber die Constellation hat mich mitgespült. War nicht mehr dort, seit wir auf dem Auge arbeiten. Falls du hinkommst, mach das Licht aus, wenn du wieder gehst, ja? Okay. Komm mal bei... Letzter. Fürs Erste hat das Auge alles gesehen. Viel Glück da draußen. Deswegen habe ich deine Willkommensparty verpasst. Musste die ganzen Daten plotten, die das Auge uns gibt. Hätte aber nichts gegen eines Helfers Hand. Könnte der Sache mehr Schub geben. Aktuelle Planetenscans würden helfen, die Daten zu filtern, die ich durchsieben muss. Helfen, die Anomalien-Nuggets zu finden. Anomalien-Nuggets. Und die Constellation kann dir ein, zwei Credits zuschieben. Alles, um die Sterne zu verkarten, oder? Ich habe andere Dinge zu tun. Planetenlang, die kann ich dir besorgen. Dann sind wir Hand in Hand in Übereinstimmung. Jetzt geh und verbrenn Helium. Ich habe Planetendaten für dich. Und des nicht gerade wenig. Er hat 20.000. Oh. Und jetzt kein Geld mehr. Alter, der gibt mir 7.000. Wie viel haben wir eigentlich? Oh, schau mal, 228.214. Jo. Okay. Dann kauen wir wann anders Worte. Okay. So, jetzt machen wir wieder unseren Schlüssel an. Hier. Rein da. Abdocken. War schon wieder so viel Geld. So. Nein. Sternenkarte. Oh. Wir müssen da hin. Das heißt, erstmal nach Olympus. Und Sprung. Achso, erstmal alles einstellen. Du hast neben der Tastatur geklickt, wollte ich dir bloß mal so sagen. Auf in den Überdrive. Angekommen. Oh, schau mal. Wisst ihr was? Wir machen mal einen kurzen Abstecher. Wir machen einen Abstecher. Perfekte Landung. Da wird ein glatte Zehn. So, was haben wir denn hier Schönes? Haben wir was Natürliches? Mal Gebäude. Pflanzen. Hallo? Helium? Ne, Aluminium war das. Beryllium? Hier. Au, 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 au. Ich
Hey. Sag mal, still. Alter, die sind tot. Und? Flora und Fauna. '78, '88. Wunderbar. Die Tiersorte hätten wir. Schiffslandung. Gucken wir doch mal hin, hä? Ist das ein Riesenschiff? Longsword, okay. Dann hat sich das erledigt. Warte mal, vielleicht kann man mit dem Captain reden. Ja. Captain? Ach, sein Glück, dass du hier bist. Unser Schiff braucht dringend Reparaturen. Wir konnten gerade noch landen. Du hast nicht zufällig Schiffsersatzteile, oder? Wir können vermutlich selbst was zusammenschustern. Wenn du was findest, könnten wir es gebrauchen. Aber... Hallo? Hast du was gefunden? Wir stecken hier wirklich in der Klemme. Wir waren gerade aufgebrochen, als Varun-Fanatiker uns attackierten. Anfangs sah es so aus, als wären wir mit dem Schreck davongekommen. Aber nach dem ersten Grafsprung versagte ein Teil nach dem anderen. Es ist ein Wunder, dass wir die Landung überstanden haben. Aber um nach Hause zu kommen, brauchen wir Reparaturen. Okay. Schon in Ordnung. Aber wenn du hier irgendetwas bergen kannst, wäre es nett, wenn du es mit uns teilst. Okidoki. So. Ach, schau mal, da ist das nächste Tier. Es ist groß. Jagend. Da hinten ist das nächste Tier. Warte mal. Ja, eigentlich ist es auch abknallen. Was? Gucken wir mal noch ein paar finden. Eine Ressource fehlt noch. Oder? Es ist Helium. Glaubst du, ich hab's schon gesehen, da hinten war was. Helium 3 Vorkommen. So, dann hat man das. Gebäude. Wir sollten doch eigentlich mal dahinter gehen. Reisen wir erst einmal zum Raumschiff.
So, haben wir eigentlich... Teile. So, nochmal, wo ist er denn? Wo ist es? Andere Seite. Ist halt schön, weil wenn wir was erforscht haben, also beziehungsweise gefunden haben, können wir da immer wieder hinreisen. So. Wo ist er denn? Oh, Alter, das ist ein riesen Raumschiff, ey. Okay, hallo? Hey, Captain. Was gefunden? Wir brauchen dringend Hilfe. Ja, ja. Hier draußen zu überleben. Wir werden das nicht verschwenden, versprochen. Gut. Schade, ich habe eigentlich eher gedacht, man kriegt was. Okay, dann halt nicht. Wurscht. Ja, ich hätte da 3000 Credits verlangen können, aber ey, wenn wir mal ehrlich sind... Weißt? Wir haben so viel Kohle. Wir haben über 200.000, da kann ich auf die 3.000 abpfeifen. Na, schau mal an, da haben wir doch wieder eine Pflanze. So, wo ist die Leiche? Ich will mal wissen, was der da so in sich hat. Schauen wir mal mit. Da unten haben wir auch wieder eine Pflanze. Pflanze. Da haben wir. Oh. Wir müssen auf 50 Meter ran. Oder? Oh, jetzt. Ah, apropos. Haben wir Skillpunkte? Ne, haben wir nicht. Okay. Hätte ja sein können. So, da hinten haben wir noch eine Pflanze. Oh, falsche Taste. 88. Jetzt müssten wir nur noch eine Pflanze haben. Da haben wir schon mal die Flora. Die Mrs. Flora haben wir dann. Da hinten müssen wir auf jeden Fall mal. Da haben wir noch eine Pflanze. Da haben wir auch noch mal eine Pflanze. So. Okay. Jetzt fehlt uns nur noch das eine Getier. Und natürlich noch diesen komischen Aspekt, was der Planet hat. Hallo, mein Freund. Oh, das war ein Crit. Der letzte war ein Crit. Ja, müssen wir wieder laufen, ey. Ja, Schwerkraft. Was haben wir auf dem Planeten eigentlich? Oh ja, 90 FPS. Geht ja. Du, 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 du. Boah, Alter, da ist ein Helium. Apropos Helium.
Apropos Helium. Wir könnten ja eigentlich mal eine Basis bauen. Das haben wir ja immer noch nicht gemacht. Weißt, wir sind jetzt schon bei Folge 18 und haben immer noch keine Basis gebaut. Ich glaube, das wird jetzt mal langsam Zeit. Wir haben null Atmosphäre. Das ist Erfahrung. Ey, wir haben null Sauerstoff auf dem Planeten. Null. Wie können hier Bäume wachsen? Was? Na, wo ist denn da? Meteoritenkrater. Okay. Jawohl. Okay. Gut, Planet erforscht und wir heben ab. Schön, weißt du was, Robin? Du hast gewonnen. Wir sind daran vorbeigesprungen. Robin, kannst du bitte mal aufhören, mich zu unterbrechen? Wenn du mir mal zuhören würdest, müsste ich dich auch nicht ständig unterbrechen. Anders als so manche auf diesem Schiff. Ach, ich mache also Drama? Du hast ja echt Nerven. Kennst du den Weg oder nicht? Je schneller wir hier wegkommen, desto besser. Ich hab's nicht mitgekriegt. Ha, ich hab's doch gesagt. Okay, du hattest recht. Bist du jetzt zufrieden? Meine Güte. Ah, das werde ich noch lang zu hören kriegen. Danke für deine Hilfe. Bis dann. Ich hab's leider nicht mitgekriegt, weil ich wieder zu schnell gedrückt hab. Naja, egal. Entweder ist mal richtig oder sie fliegen jetzt halt erst recht daran vorbei. Ach ja, den habe ich auch schon. Ich mache ja immer ein bisschen offscreen, tue ich immer ein paar Planeten erforschen. Weil manchmal kann es ziemlich öde sein, wenn man hier stundenlang wie ich einer Pflanze oder wie ich einem Tier hinterher rennt. Bei manchen Planeten habe ich das Tier noch gar nicht gefunden. Ein roter Riese.
Die Crimson Fleet, jawohl, auf zum Schlüssel. Und Feuer. So, und wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss, euer Zausel.